Hallo, wie gesagt, jetzt sind wir in einem anderen Gebäude. Das ist ein ehemaliges Sanatorium mit mehreren Nebengebäuden und einem großen Hauptgebäude, was aber schon leider sehr oft auch besucht worden ist und auch zum Teil ziemlich zerstört ist, weil es da mehrmals gebrannt hatte. Leider. Ja, War mal ganz schön. war mal wirklich hübsch. Wir kannten es noch, als es noch normal aussah. Ja, und jetzt ist leider, ja, die Natur holt sich halt alles zurück. Ja. Okay, also, ihr dürft gespannt sein. Ciao. Die Erforschung des Paranormalen ist unsere Aufgabe. Geister und Dämonen existieren. Wir arbeiten mit den neuesten Geräten. Das Team ist für Sie da. Wir gehen an unsere Grenzen. Sie finden uns Facebook, Instagram, YouTube, TikTok und Twitch. Mike geht schon mal voran. Das ist ein kleines Gebäude davon gewesen. Wirklich sehr klein. Sah auch mal sehr schön aus. Aber ihr seht es ja selbst. Also angeblich sollten da die Kinder mit zum Teil drin gewohnt haben. Oder es ist ein Anfangsgebäude von dem Informationszentrum oder so. Zentrale vielmehr. Wir gehen mal von der anderen Seite rein. Ich weiß. Ihr seht ja selbst, was hier alles so, wie viel da wirklich zerstört ist und dass man hier auch echt extrem aufpassen muss. Dass man irgendwie nicht einstürzt. Auch eine Treppe runter. War wohl mal Bewegungsbad oder so. Wenn ich das jetzt gerade nicht verwechsel. Es ist schon sehr lange her, dass ich hier war. Ja, so eine Badewanne zumindest war drin. Ihr seht es ja selbst. Aber hier ist wirklich so gut wie alles ausgebaut. Weiß nicht, ob ihr gerade den Nebel auch wahrgenommen habt oder ob ich mir den eingebildet habe. Die Wand kannst du komplett vergessen. Komplett und dicht oder was? Ja, da kommst du nicht mal nach oben mehr. Vorderraum ist komplett eingestürzt. Okay, hier können wir wohl auch vergessen Ja, hochzugehen. das sieht nur sogar noch schlimmer aus als vor einem Jahr. Und pass auf, da vorne ist die Decke jetzt komplett runter. Ja, ich gehe nur bis hier. Ja. Wow. Ja. Ihr seht, also
Man könnte theoretisch noch nach ganz oben, aber ich glaube, da hätte man jetzt eine Dachterrasse. Ich werde doch nicht weitergehen, ihr seht ja selbst den Boden. Ich riskiere zwar eine Menge, aber irgendwann hört es auch bei mir mal auf. Und ja. Jetzt machen wir gigantisch und es sah mal richtig schön aus, das Gebäude. Ja, die sollten auch die Kinder behandelt worden sein. Ja, irgendwie sollten die Kinder behandelt worden sein. So leicht als die Kinder waren da immer noch. So ein ganz heller Ort auf dem Kieselflug. Okay. Sieht das schön aus. Glaube ich. So, ich melde mich gleich wieder. Wir melden uns gleich wieder im Gebäude. Ciao. Hallo. So, also das Hauptgebäude konnten wir vergessen, weil es da vor 3 Monaten gebrannt hat und jetzt ist es komplett abgesichert. Aber wir haben da oben jetzt ein Gebäude für euch noch. Ich weiß nicht, ob man schon ein bisschen erkennen kann. Das Ärztehaus. Ja, das Ärztehaus. Also von der Baustruktur her und von der Bauweise fand ich das gigantisch und genial. Muss ich echt sagen. Hat sich auf jeden Fall gelohnt gehabt. Trotz allem momentan. Meine auch. Es ist nur anstrengend, hier hoch zu latschen. Es ist so, als wenn man an den Mount Everest steigt. Oder? Hey, Mike, du bist ja auch normale Wege, oder? Nur normale Wege. Eben, ey. Die gehen doch nicht wirklich ein. Ne? So was machen wir nicht. Wäre zu einfach. Ey, ja. Ich So. Oh. Alter. Ihr seht, es ist ein Wildenstil oder was auch immer. Ja. Sieht auf jeden Fall. Ja. Oder amerikanisch. Und hier dachte ich früher, wenn man da reinkam, dass es da direkt ins Haus reingeht. Aber ich kann es euch mal zeigen, wo man jetzt genau nur geht. Ja, genau. Ist auch keine Bunkeranlage oder so. Nee, nee. Ich denke mal, das ist Verteilertunnel. Ja, irgendwie sowas in der Richtung. Weil hier vorne hört es auf und dann ist da vorne Ende. Ihr seht es, hier sind die Stäbe. Die Gasrohre und die Entwässerungsrohre hier. Genau. Lang. Ich wollte es halt nur mal kurz zeigen. Dann gehen wir jetzt wieder zurück. Vor der Tunnel hört er gleich noch auf. Ja. Weiter. Das wäre krass. Stundenlang im Tunnel hier. Das wäre echt gruselig, ey. Gut. Dann gehen wir jetzt hier rum. Alter. Okay, hier rum ist am einfachsten. Hier kann man sich gut festhalten. Ihr seht selbst. Ich auch. Ich sag ja, Angeln ist der schönste Job. Ich werde der Hochseeangler von Alaska oder so.
ihr seht. Ja, ich weiß. Wahrscheinlich kommen wir in das Gebäude auch nicht mehr wirklich rein. Sondern nur bis zu einer bestimmten Hälfte oder so. Mit der Liege oben. Können wir mal gucken. Aber das andere Haus wird bestimmt auch noch stehen. Ja. Ui. Ja, habe ich auch gesehen. War jetzt nicht von mir. Nein, ich weiß. Ich werde es ignorieren einfach. Ja. Wow, ein Kreuz. Was soll das? Hä? War ein Helsing hier? Ich meine, was soll das? Aha. Mal ehrlich. Keine Ahnung. Vielleicht ist irgendwie der Nebel. Mit einer Ringwachzimmer. Ich kann nicht sprechen. Na super. Ich weiß nicht, ob ihr das gerade auf dem Video gesehen habt. Nebel. Nee. Das Kreuz. Ja, auch. Was anderes noch? Obst. Nein. Ist auf einer lang lief gerade an mir. Vielleicht habe ich mir das auch nur eingebildet, ich weiß es nicht. Vielleicht habt ihr ja was gesehen. Dann schreibt es bitte in die Kommentare. Wir gehen dann jetzt mal rein. Es wird wieder, die Kamera spielt wieder verrückt. Hier geht es eine Treppe nach unten, aber die benutze ich nicht, weil die da mittendrin aufhört. Ihr seht es selbst. Alles nur meine, alles nur mein Atem. Nichts Paranormales, nur mein Atem. Mein Atem. Was? Eine Freitreppe, so nett. Ja. Die Luft ist kalt, deswegen ist die Atmung zu sehen. Daran liegt der Nebel. Ah, ja. Willkommen auf meiner schönen Dachterrasse. Ihr seht selbst, die Kamera spielt wieder komplett verrückt. Der Fokus kann sich nicht einstellen. Nicht erschrecken, das ist nur er. Wow. Ja. Ja. Hättest du ja auch mal hier aufbauen können? Ja, tut mir leid, ich wusste ja nicht, dass so ein Besuch kommt heute. Also, ihr seht ja selbst, wie viel hier ist. Jede Menge Mücken auch. Das sind keine Orks, das sind alles nur Mücken. Was? Du hättest mal das Bett mehr machen können, ey. Meine alte Trage, das ist das Einzige, was noch von diesem Gebäude eigentlich... Naja, die Trage ist aber auch zusammengekracht.
Ja. Gut. Also warum ist Doktor gewesen? Denke ich mal. Behandlungszimmer. Also, ihr seht, wie viel wirklich zerstört ist. Aber es sieht trotzdem wie immer wieder Wahnsinn aus. Ja. Man hat irgendwie manchmal das Gefühl, man entdeckt auch immer neue Sachen oder so. Und wenn es nur Idioten waren, die gerade irgendwelche Rituale hier drin abgezogen haben. Ja. Das sah für mich wieder wie irgendein Ritual aus. Weil das Lustige ist, dass wir momentan jedes Mal, egal wo wir waren, irgendwas festgestellt haben, was mit Ritualen zu tun hat oder so ähnlichen Sachen. Also von daher wird uns das jetzt hier auch nicht wundern, wenn es jetzt genau so was war mit dem Kreuz da. Hier kann man sich nicht mehr wundern. Definitiv nicht. Dann gewöhnt sich der Zeit dran. Oh ja. Und jetzt in den letzten 2 Jahren ist es noch schlimmer geworden. Definitiv. Weißt du, was Schönes? Wenn ich hier einstürze, dann tue ich mir noch nicht mal weh. Ja. Also, gut. Die Fokussierung, die funktioniert gerade gar nicht. Nicht, ne? Nee, haken wir dieses Gebäude mal ab Ja. und nehmen uns jetzt das nächste Gebäude vor. Ihr Ja. seht, wow. Wir nehmen uns jetzt das Gebäude vor. Ihr dürft gespannt sein. Bis gleich. Hi. Jetzt sind wir in einem Ärztehaus. Da sitzt auch schon ein Patient. Und da der Arzt, der seine Dokumente gerade durchliest, dem Rettungswagen wurden gerade die Reifen entfernt, weil der kriegt jetzt die Winterreifen drauf. Nein, Scherz beiseite. Also das ist hier dieses Ärztehaus. Wir können euch das mal so zeigen. Ist zwar auch nicht mehr wirklich viel vorhanden. Oder immer noch beeindruckend irgendwie. Ja, aber immer noch fantastisch schon aussehen hier. In die obere Etage kommen wir wahrscheinlich immer noch nicht so richtig rein. Aber wir werden euch gleich was zeigen, wo wir auch eine EBP machen werden. Ja. Aber ich führe euch jetzt erstmal in diesen Bereich rum. Ist die Haupttür, also Haupteingang. Aha, das ist die Haupttür, der Haupteingang. Das ist der Nebeneingang gewesen. Ja. Da ist ein Bad. Was ist denn? Das war ich, glaube ich. Dann geht es hier eine Treppe hoch. Doch, kann man schon. Aber man sollte nicht weitergehen. Oh. Was war das gerade? Da klappt irgendwas. Ich glaube, das ist die Treppe, oder? Nein. Wo war der denn da? Ist hier jemand? Kannst du dann bitte ein Laut von dir geben? Zum Beispiel so. Das hat gerade auch gehört, was ich gehört habe. Ja. Ist das Musik? Hört sich so an.
war Gejammer. Und doch Gejammer. Der war geil. Wieso? Ein Ort, der von unten nach oben flog und war am Blinken. Cool, ein Hubschrauber von Ort. Wahrscheinlich der Rettungsort. von der Nebelreihe. Wahrscheinlich von meiner Atmung. Und Atmung. Von rechts nach links. Oder atmest du neuerdings so. Also ihr seht, zum Teil ist es meine Atmung. Aber nicht so viel. Und zum anderen Teil habe ich keinen Plan gerade. Hast du ja den paranormalen Ermittler, du musst Plan haben. Ach ja, muss ich? Ja. Dann habe ich jetzt erstmal Plan davon, dass ich hier trotzdem hochgehe. Wo ich eigentlich völlig behindert wieder bin. Aber das sieht aus wie ein Steinboden. Wow. Was? Jetzt kommt wieder diese Panikattacke, die ich damals hatte. Oh. Ich hatte komischerweise in diesem Bereich hier, ich weiß jetzt nicht genau, wo das war, also alles das, wo die Treppe war, wo kein Geländer ist, hatte ich diese Panikattacke, als ob ich da abschmiere oder so. Und ich kann mir das beim besten Willen nicht erklären. Man sieht selbst. Hier ist ein Stuhl. Wieder. Das war der Küchenbereich gewesen zu sein. Irgendwie so in der Richtung. Ich habe irgendwie ein Herd. Ja. Da sind noch die Anschlüsse zu erkennen. Da steht aber nichts, oder? Ja, ist nur eine weiße Wand. Okay. Warum ist diese Tür? Oh. Weil es über deinen Rücken eine weiße Gestalt oder Nebel weggeflogen. Okay. War cool. Ja, super cool. Ich freue mich. Endlich habe ich Freunde. Bei dir ist das auch so unscharf, ne? Mhm. Toll. Ein Video im Video. Das ist auch mal cool. Ja. Die ist arschkalt, weil ich daran war, ich da kein Fenster drin. Eben, also deswegen nichts Paranormales, kann man wieder gehen. Okay. Alles gut? Hm. Hi. Ihr seht, hier ist kein Gelände dran und irgendwie. Ja. Gut. Dann gehen wir jetzt noch ganz unten. Hier hing mal ein Feuerlöscher, denke ich. Dann haben wir hier eine zerfetzte Tür, wo einer mit einer Axt reingeschlagen hat, weil der Patient nicht raus wollte und die behandeln lassen wollte. Tut mir leid. Und dann haben wir hier die Wanne des Todes. Was ist das Ding? Die Wanne des Todes. Hier sind lauter Röntgenbilder. Ihr seht es, also ganz alte. Zum Teil hatten wir noch Sachen drauf gehabt. Die Wanne des Todes ist auf der anderen Seite. Ja, das ist die andere Wanne des Todes. Naja, Wanne des Todes. Auf den Röntgenbildern hatten wir sogar mal Namen gefunden gehabt. So wie hier. Und guck mal hier, das ist der Reifen des Todes. Ja, Mann, das ist ja von einem RTW. Er hat eine Kamera ausgeschaltet. Hä? Das sind Formel 1 Reifen, weil die dann hatten sich auch für die Formel 1 vorbereitet. Entschuldigung. Ich mir auch. Hier sind wieder lauter Röntgenbilder. Das war wohl mal unten die Garage gewesen.
Das Komische war halt, was uns irritiert hatte damals, waren halt diese ganzen Röntgenbilder. Und ihr werdet jetzt gleich den Raum sehen, wo die ganzen Röntgenbilder drin sind. Und an einer Stelle gab es sogar Blut. Stimmt, ich bin der Ecke. Ja, das ist ein anderer Raum, der war uns auch ziemlich unklar. Weil der auch sehr merkwürdig aussieht. Ihr seht ja selbst. Eine Stahlsicherheitstür. Ja. Eine Stahlsicherheitstür. In dem Raum Kopfschmerzen. Komisch. Hier ist der Röntgenraum. Ja, die Röntgenbadewanne. Genau, also haben wir die Röntgenbadewanne genannt. Halt wegen den ganzen, naja, muss ich nicht erklären, Röntgenbildern drin. Hier nebenan war dieser andere Raum, wo wir diese Akten gefunden haben mit Blut dran. Ich weiß nicht, ob man ein bisschen sieht man noch davon. Ja. Weil das wird ja dann so, kriegt ja dann so einen dunklen Braunton. Ihr seht's ja. Und das sind halt die Sachen, die wir uns da nicht so wirklich erklären konnten, was in diesem Raum hier so abging. Wir werden hier nochmal eine EVP jetzt machen. Genau. Würde ich sagen. Vielleicht haben wir ja irgendwelche Ergebnisse. Ja. So in der Richtung. Wir müssen die Geräte auch auf Flugmodus. Ja, ich versuche irgendwo die Taschenlampe zu fixieren. Lass die Taschenlampe aus. Umso weniger Licht, umso cooler. Okay. Das heißt umso cooler, aber vielleicht kriegen wir dadurch noch bessere Ergebnisse. Mhm. Hin als vorher. Es ist echt arschkalt hier unten drin. Ich friere mir gerade wirklich den Ast gerade. Aber eine Sache ist mir aufgefallen. Tu die Geräte in die Wanne. Ich werde jetzt erstmal versuchen, nur einfach so zu kommunizieren und hoffen, da flog gerade ein Ort vorbei, und hoffen, dass wir was auf dem Video drauf haben. Also nicht wundern, wenn wir jetzt auch komplett still sind wieder. Hi, mein Name ist Nick, ich komme vom Team GSG. Neben mir, schräg gegenüber von mir, ist Mike. Hi. Was ist hier passiert? Kannst du uns das beantworten? Kannst du dieses Geräusch nachmachen?
Wenn du magst, kannst du auch probieren, die ganzen Geräte zu berühren. Einige davon machen haben lustige Lichtfunktionen und das andere piept. Vielleicht gefällt dir das ja besser. Ansonsten haben wir noch ein Funkgerät, über das du auch mit uns kommunizieren kannst. Zeit. Möchtet ihr mit uns kommunizieren? Könnt ihr bitte eins der Geräte berühren, die in der Badewanne liegen? Oder euch irgendwie anders bemerkbar machen? Du das? Ja, das habe ich gerade. Ihr braucht doch keine Angst zu haben vor uns. Wir wollen euch nur helfen. Okay. Die wollten irgendwie nicht, wa? Nee. Die Aktivitäten sind ja auch nicht mehr so stark, wie sie mal wollen. Und das liegt wirklich, weil sie die Kirche abgetragen haben. Könnte ja sein. Vielleicht sind die ja mitgegangen. Ja. Wir in anderen Gebäude morgen sollten wir so was machen. Ist gar nichts. Orbs sind zwar da, aber nicht wirklich viele. Ne. Kannst ja noch mal mit den Wünschelrouten probieren jetzt. Ja. Vielleicht haben wir da mehr Ergebnisse. Aber ich bezweifle es. Hey, cool. Was? Ich kann es dann nicht zurückstellen. Cool. Fällt dir jetzt erst auf. Ist er direkt auf mich gerichtet? Was? Kann man. Eigentlich momentan mehr auf die Geräte. Nicht wundern, das ist nur meine komische Hand. Soll ich anfangen? Am besten hockst du dich hin. Ja. Okay. Wir sehen anwesend, die mit uns kommunizieren möchten. Ja, schlagt das nach innen und nein nach außen.
das bin ich jetzt nicht. Das heißt ja. Mhm. Danke euch. Dankeschön. Können wir euch helfen? Ja. Danke. Seid ihr mehr als 10? Die Antwort kam schnell. Mhm. Also mehr als 10 sehen. Danke. War das früher hier ein Ärztehaus? Also ja. Das ist nochmal die Bestätigung. Mhm. Dann wird die Antwort. Danke. Du bist wie in so einem Nebelschleier. Ich? Fokussierung funktioniert gerade gar nicht. Oh. Also, man sieht zwar jetzt wieder. War das das Haus von Dr. Kremser? Ups. Na toll. Ja. Danke. War der Arzt böse? Man sagte auch, er hätte Experimente an Kindern durchgeführt. Stimmt das? Bin gerade richtig arschkalt. Mhm. Oh, Scheiße. Danke. Stimmt das auch, dass er Experimente an Schwangeren durchgeführt hat? Oh Gott. Mhm. Danke. Hat der auch was mit dem Sanatorium, mit dem Kindersanatorium von vorhin zu tun? Danke. Dankeschön. Ist Kremser noch hier? Der Doktor? Danke. Na super. Läuft. Sollen wir euch ins Licht führen? Ja.
glaube, die wollen hier weg. Ja. Werden wir auch machen. Ja. Soll ich mich bedanken? Mhm. Danke. Dankeschön. Wir können euch jetzt helfen. Ui. Alter. Das hat gerade richtig angestrengt. Glaube ich. Alter. Soll ich das eben per Kamera machen? Hm? Die ins Licht führen? Ja, würde ich sagen. Erzengel Michael, ich bitte dich, führe die verlorenen Seelen in diesem Gebäude ins Licht. Öffne für sie eine Pforte ins Jenseits. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld. Auch wir vergeben unseren Schuldigern. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen. Wir sehen, wenn ihr jetzt dieses Licht seht, geht hinein und geht in Frieden. Im Namen Jesu Christus. Es hat geklappt. Hm. Sieht keiner aus, ne? Nebel sehe ich gerade von mir, aber meine Atmung. Aber der Raum wird irgendwie wärmer. Ja. Aber ich spüre irgendwie, dass es geklappt hat. Ja. Aber die, die hier drin waren und nur Hilfe wollten, sind weg. Vorhin war noch so eine Lotte Orbs hier. Ja, war noch. Ist gar nichts mehr. Ist echt weg. Ja. Ich sehe gerade den ganzen Raum. Der Raum ist auch irgendwie heller. Hm. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so empfindet. Aber zu vorhin ist der Raum echt heller. Hm. Fühl mich aber irgendwie besser. Hm. Oh, ihr Wolf ist ausgegangen. Ups, was ist das jetzt? Keine Ahnung. Hä? Ich habe verloren. Nicht, dass ich wüsste. Ja. Doch. Was denn? Taschenlampe ist aus der Tasche gekommen. Ah, okay. Ist ja stabil. Die Sachen ein, ne? Ja. Sollten wir jetzt mit jedem Gebäude machen? Irgendwie schon, vielleicht funktioniert es ja. Ja, siehst du, das hat funktioniert. Ja. Zwei. Wir werden jetzt uns verabschieden. Ja. Bis zum nächsten Mal.
face, longing for the past. Never where we want to be, our time runs way too fast. And here we are, trying to live a perfect life, speaking of freedom when there is still one hand tied. And here we are, longing for things we never see in reality. So close to insanity. Hallo, wie gesagt, jetzt sind wir in einem anderen Gebäude. Das ist ein ehemaliges Sanatorium mit mehreren Nebengebäuden und einem großen Hauptgebäude, was aber schon leider sehr oft auch besucht worden ist und auch zum Teil ziemlich zerstört ist, weil es da mehrmals gebrannt hatte. Leider. Ja. War mal ganz schön. War mal wirklich hübsch. Wir kannten es noch, als es noch normal aussah. Ja, und jetzt ist leider. Ja. Die Natur holt sich halt alles zurück. Ja. Okay, also ihr dürft gespannt sein. Ciao.